Gut, mein Lieben, nochmals herzlich willkommen zum heutigen Satsang. Es ist alles eine gewaltige Illusion. Es ist alles eine gewaltige Täuschung. Wir als das Bewusstsein haben uns selbst hypnotisiert und im Satsang geht es darum, sich wieder zu enthypnotisieren. Ich werde alle Aussagen nachher zumindest versuchen, grafisch darzustellen, warum ich diese Aussagen so tätige. Also, meine Lieben, schauen wir mal, was da rauskommt. Die Welt ist keine Scheibe, die Welt ist aber auch keine Kugel. Das Universum ist nicht aus einem Urknall entstanden und wir sind nicht von einem Einzeller entstanden. Unsere Eltern sind nicht unsere wahren Eltern und wir sind nicht die Väter und die Mütter unserer Kinder. In unserem Körper gibt es kein Gehirn, kein Nervensystem, kein Blutsystem. Es gibt kein Gestern, es gibt kein Morgen. Nichts haben wir jemals wirklich getan, nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es gibt keine Trennung, es gibt kein Ich und es gibt kein Du. Schrödingers Katze, das Gedankenexperiment. Da ist niemals eine Katze in einer Kiste. Es gibt nichts anderes als Bewusstsein. Alles ist ein göttliches Bewusstseinsspiel. Solange wir uns für diesen Körper halten, unterliegen wir der gewaltigen Täuschung der Trennung. Wenn wir glauben, wir sind hier dieser sterbliche Körper, dann glauben wir auch, dass wir geboren worden sind und eines Tages sterben werden. Wir sind nicht geboren und wir werden nicht sterben, weil wir nicht als das existieren, wofür wir uns halten. Wir sind ewig, wir sind zeitlos. Wir sind nicht die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod, sondern wir sind das Leben jenseits davon. Wenn wir in unserem Gedankenkarussell zu Hause sind, wenn wir angehaftet sind mit unseren Gedanken, verbunden sind mit unserem Gedanken, sagen wir, Andreas ist verrückt geworden. Und vor dem Jahr 2013 hätte ich das selbst von mir gedacht, wenn ich solche Aussagen getätigt hätte. Aber im Jahr 2013 habe ich meine wahre Natur realisiert. Und durch die Realisation meiner wahren Natur habe ich die Natur des Universums verstanden, habe ich die Natur des Lebens verstanden. Und alle großen Weisen, alle großen Mystiker haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir ewig sind, dass wir das ewige Leben sind, dass wir nicht der Körper sind. Wenn wir uns dafür öffnen, meine Lieben, dass wir so viel mehr sind, jeder von uns, dass wir in Wirklichkeit dasselbe sind, nicht das Gleiche, sondern dasselbe, dann sind wir frei. Dann erkennen wir, dass es keine Engel gibt. Dann erkennen wir, dass es keine geistige Welt gibt. Dann erkennen wir, dass keine Toten zu uns sprechen. Dann erkennen wir, dass Channeling eine gewaltige Illusion ist. Dann erkennen wir, wenn wir beten, beten wir uns selbst an. Die Spiritualität ist nichts anderes als die Flucht vor der Welt. Aber dort wartet genauso die Trennung auf uns. Solange wir nicht die Täuschung durchschauen, dass es keine Trennung gibt, solange sind wir nicht frei, solange sind wir angstbesetzt, solange halten wir uns für eine sterbende Person.
Und ihr wisst das, ihr fühlt das, euer Herz, eure Weisheit, euer Wesen weiß es, sonst wäre nicht hier. Nichts ist besser oder schlechter. Im Krieg stirbt niemand wirklich. In unseren Haustieren ist Gott drinnen. Genauso wie in uns, genauso wie in einer Red Bull-Dose oder in einer Kerze. Es gibt nur Gott. Es gibt nur Bewusstsein. Nichts anderes. Nichts ist besser oder schlechter als das andere. Warum? Weil es das andere nicht gibt. Es gibt nicht die Dualität. Und diese Aussagen, meine Lieben, möchte ich euch gerne aufzeichnen, wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Wie gesagt, die Urillusion ist zu glauben, wir sind der Körper. Hier beginnt das ganze Übel. Hier beginnen unsere Ängste, hier beginnen unsere Depressionen. Hier beginnt das ganze Scheusal, wenn wir uns als Mensch erfahren. Das Ich nimmt etwas wahr. Das Ich nimmt die ganze Zeit über die fünf Sinne etwas wahr. Das Bild, wenn wir aufwachen in der Früh, unser warmes Bett, unsere Zahnbürsten, das heiße Wasser, unsere Arbeit, unsere Beziehungen, den Sonnenschein, den Mondschein, alles nimmt das Ich wahr. Auch Stimmen aus dem sogenannten Jenseits. Vielleicht sind manche im Wald gegangen und haben eine Jesus-Erscheinung gesehen. Was auch immer, all das nimmt das Ich wahr. Und jetzt kommt die Wurzel der Illusion. Wir nehmen es nämlich nicht nur wahr, sondern wir ziehen hier eine Ebene des Denkens ein. Hoffe, ihr könnt das lesen. Wir sagen, was für ein schöner Sonnenuntergang, was für ein schöner Mondschein. Und genauso sagen wir auch, wir wollen den Moment anders haben, als er jetzt ist. Das Ich denkt die ganze Zeit, obwohl es wahrnimmt mit den fünf Sinnen, zieht das Ich eine künstliche Ebene namens Denken ein und betrachtet das, was wahrgenommen wird, als duales Spiel. Ich bin hier, du bist dort. Ich bin Mann, du bist Frau. Ich bin ein Mensch und ich bin keine Sonne. Die ganze Zeit trennt dieses Denken. Und genau das ist das Problem. Wenn wir uns öffnen, wenn wir uns vollkommen öffnen für den gegenwärtigen Moment, energetisch öffnen, ohne dass wir den Moment beeinflussen wollen, manipulieren wollen, kontrollieren wollen. Wenn wir einfach nur immer wieder uns bereit erklären, vollkommen still mit dem Moment zu sein, passiert Folgendes. Diese künstlich eingezogene Instanz namens Denken verliert an Kraft und plötzlich passiert Magisches. Wir fühlen uns immer freier, wir fühlen uns immer leichter, wir fühlen uns immer mehr in den Moment eingebunden, verbunden und wir erkennen, dass der Körper nicht getrennt ist vom Moment selbst, dass der Körper und das, was wahrgenommen wird, in Wirklichkeit aus derselben Energie besteht. Aus Bewusstsein, aus Energie, was auch immer wieder zu sagen. Wir sehen plötzlich, es gibt keine Trennung. Und wir sehen durch die scheinbare Materie durch und erkennen, es ist Erscheinung. Es ist Erscheinung. Die Cola-Dose ist Erscheinung. Der Körper ist Erscheinung. Der Sonnenaufgang, die Sonne ist Erscheinung. Der Mond ist Erscheinung. Wir erkennen, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gegeben hat.
Wir sehen, dass es nur eine Geschichte ist, dass die Ägypter die Pyramiden gebaut haben. Wir schauen hinter die Welt. Wir schauen durch die Welt. Wir schauen durch die Illusion. Wir schauen durch den Moment durch und erkennen Schritt für Schritt das alles Entscheidende. Dass wir nicht der Körper sind, sondern dass wir etwas dahintergelagertes sind. Das Mysterium, das Absolute, Gott, wie auch immer wir dazu sagen wollen. Das Unbewegte, das Stille, das Zeitlose, das Ewige, das, was jetzt durch unsere Augen durchsieht, meine Lieben, das, was jetzt hier diesen Satsang wahrnimmt. Wir erkennen, dass hinter dem Körper etwas Unsichtbares ist. Und plötzlich stimmt die Aussage der Mystiker und der Weisen, wir sind unsterblich. Der Körper kommt, der Körper geht, weil der Körper bereits etwas Wahrgenommenes ist, eine Erscheinung im Moment. Aber das, was wahrnimmt, das ist ohne Anfang und Ende. Und die wahre Realität ist das, was wir sind. Und wir sind dasselbe. Denn das ist die Perspektive von Andreas, könnten wir sagen. Und genauso ist aber auch bei euch diese Perspektive. Versteht ihr das? Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes dasselbe und jeder von uns hat einen eigenen Erfahrungsraum. Und dann sehen wir die Welt, die unser Gedanke sagt, es existiert eine wahre Welt, ist hier drinnen in unserem Erfahrungsraum als Erscheinung jetzt. Und genauso hier als Erscheinung jetzt. Aber dazwischen gibt es nichts. Da ist auch nur leeres, unendliches Bewusstsein. Und dann sehen wir, Jesus ist hier eine Erscheinung. Die Stimmen aus dem sogenannten Jenseits sind hier Erscheinungen. Könnt ihr das fühlen, meine Lieben? Könnt ihr das nachvollziehen, dass alles ein Traum ist? Wir könnten genauso sagen, dass es ein Traum ist. Wir sind der absolute Träumer unserer jeweiligen individuellen Träume. Und die Vergangenheit ist nur ein Gedanke. Wenn wir ein Bild in der Hand haben und sagen, aber Andreas, es gibt eine Zeit, hier bin ich 10 Jahre alt, sage ich ja, aber es ist ein Artefakt im Hier und Jetzt. Woher ist das? Es ist jetzt da. Es ist jetzt da. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit dem Argument, ja, aber die ganzen NASA-Bilder vom Universum, wenn wir das runterbrechen, meine Lieben, es ist jetzt eine Erscheinung, ein Foto, ein Bild. Und unser Gedanke sagt, dieses Bild ist vom Pluto. Wenn wir alles ohne den Verstand sehen, sehen wir, es gibt kein Jenseits, es gibt kein Diesseits. Niemand kommt, niemand stirbt in Wirklichkeit. Es gibt nur eine Wandlung, Wandlung der Energie. Aber es geschieht niemals wirklich etwas. Weil das, was unseren Körper beseelt, ist das hier, das Unsterbliche. Und wenn man die Religionen richtig aus der erwachten Sicht liest, ist die Religion dafür gedacht, genau auf das hinzuweisen? Aber das Ich interpretiert es falsch. Das Ich glaubt, ein Jesus kommt wieder. Es kommt kein Jesus mehr. Jesus war eine Erscheinung im Hier und Jetzt und hat sich überhaupt nicht von uns unterschieden, von unseren Erscheinungsformen. Außer dass das hier durch Jesus sich erkannt hat. Und genauso ist es bei uns, bei euch. Der Urknall. Wo ist der Urknall jetzt? Wo ist er? Ein Gedanke, der in die Vergangenheit zeigt. Es ist Fake, es ist Illusion. Es gibt kein Universum. Unsere Eltern sind auch nicht unsere Eltern.
Das, was wir sind, ist dasselbe wie unsere Eltern. Es ist einfach nur ein Traum, dass wir von unseren Eltern sind. Wenn wir das alles ohne Verstand betrachten, sehen wir in der nächsten Sekunde die Wahrheit und sind frei. Frei von Leid, frei von Angst, frei von Kummer und frei von Sorgen. Es ist alles nur die Identifikation mit unseren Gedanken, die uns das Leben schwer macht. Und dann gehen wir vom Weltlichen in die Spiritualität und nehmen aber das Problem der Dualität in die Spiritualität mit. Und dann sehen wir Maria Magdalena, Geister, Engel, was auch immer. Aber wir sind nach wie vor in der Trennung. Versteht ihr das, meine Lieben? Die Lösung liegt darin, dass wir sehen, dass alles, alles, was erscheint, Engel, Jesus, Allah, Mohammed, Ramana, Buddha, was auch immer, Kobolde, Einhörner, Stimmen irgendwo, Gottesstimmen. Ja, wir nehmen das wahr. Es ist keine Einbildung. Es ist aber ein Bewusstseinsspiel. Bewusstsein schickt sich selbst diese Botschaften. Bewusstsein manifestiert sich selbst als diese scheinbare Erscheinung. Und wenn wir unsere eigene wahre Natur verstanden haben, sehen wir, dass es alles ein geiles, göttliches Spiel unserer wahren Natur ist. Und wenn wir das jetzt versuchen, mit dem Verstand zu verstehen, sind wir wieder gefangen. Deswegen wird die Wissenschaft niemals, niemals das hier beweisen können. Die Quantenphysik wird das niemals beweisen können. Die Philosophie wird das niemals beweisen können. Weil der einzige Beweis ist, wenn wir es selbst erfahren. Weil nur das Bewusstsein sich selbst beweisen kann. Keine Philosophie, nichts wird in diese Erfahrung hineinführen. Die hellsten Köpfe werden scheitern, wenn sie nicht bereit sind, ihren Verstand beiseite zu legen. So einfach ist das Spiel. In der Unwissenheit verstehen wir alles. In der Unwissenheit erfahren wir das wahre Wissen. Wilhelm schreibt, das ganze Leben ist also nur ein Traum und ich somit als Person auch nur ein Teil des Traums. Was ist dann die absolute Wahrheit? Gibt es nichts. Die absolute Wahrheit ist, nennen wir es Bewusstsein, es ist nur ein Name. Die absolute Wahrheit ist, dass es nur die eine Energie gibt. Und dazu gibt es nichts Zweites. Und dass wir uns als Körper erfahren, ist ein Teil des Traums. Nahtoderfahrungen sind nichts anderes als einmal der erste Beweis, dass wir nicht der Körper sind. Es gibt ja Berichte, dass sozusagen der Körper ist da unten und das Zeugenbewusstsein ist da oben. So, der erste Beweis, dass wir nicht der Körper sind. Und dann gilt es aber, das zu durchschauen, dass wir das Bewusstsein sind. Dass wir eben dieses Bewusstsein sind, worin dann aber wieder Erfahrungen erscheinen. Das Ich hängt sich dann auf an Erfahrungen, gleißendes Licht, Stimmen Gottes, dies und das. Im Endeffekt lockert sich nur die Illusion, ein Ich zu sein. Und deswegen wird die Glückseligkeit erfahren. Deswegen wird dieser ewige Frieden erfahren. Nicht, weil da am anderen Ende am Himmel ein Gott auf uns wartet, sondern
weil wir uns befreien von dem zu engen Schuh namens Ich. Und da brauchen wir aber nicht auf eine Nahtoderfahrung warten, was überhaupt nicht stimmt, dieses Wort. Es ist nur eine weitere Erfahrung, sondern wir können jetzt den engen Schuh ausziehen. Wir können jetzt Limitierung des zu engen Ichs ausziehen, indem wir uns für diesen Moment öffnen, meine Lieben. Genau so, wie er ist. Wenn wir uns öffnen für diesen Moment, wenn wir diesen Moment Raum schenken, völligen Raum schenken, legen wir unseren Verstand schachmatt. Er hat nichts mehr zu kritisieren, nichts mehr zu kommentieren. Und plötzlich merken wir, es öffnet sich eine neue Dimension. Wir gehen energetisch gesehen immer mehr in Richtung unseres wahren Seins, sozusagen. Es ist nicht dahinter, aber ich muss es sozusagen jetzt so zeigen, dass man sich was vorstellen kann. Einfach nur, weil wir aufhören, ständig das Leben zu fragmentieren, zu teilen mit unseren Gedanken. Das ist alles. Das ist alles. Und dann durchschauen wir das ganze Spiel, dass das hier eine virtuelle Simulation ist, ein Hologramm, ein Holodeck, ein Traum. Und in dem Traum kann alles stattfinden. Alles. Alles. Da gibt es Erfahrungen, Erscheinungen, wo Menschen durch Mauern gehen, wo Menschen fliegen können. Ja, es ist eine Erfahrung. Aber wer erfährt das? Das ist der springende Punkt. Wer erfährt all das? Nicht das Ich, nicht die Person, sondern das, was wir wirklich sind. Ja, Margit schreibt, genauso nehme ich es manchmal wahr. Margit, weil du immer mehr den Schleier, die Illusion, der Täuschung, der Trennung durchschaust. Und das, worum es hier geht, meine Lieben, hat viel etwas mit Reife zu tun. Entweder sagt man, der Typ da drüben ist eingeraucht, oder man ist fasziniert von diesen Worten, weil man spürt, dass hier etwas Wahres dran ist. Und ich freue mich, dass ihr hier seid, weil das zeigt, irgendetwas an euch, in euch, erkennt die Wahrheit. Weil ihr seid es ja. Ihr seid es. Spätestens, wenn ihr diesen Körper ablegt, werdet ihr sehen, dass das die Wahrheit ist. Dass das die allbefreiende Wahrheit ist. Nicht dieser Körper zu sein. Nicht ein getrenntes Selbst zu sein, kein sterbliches Ich zu sein. Alles, was wir erleben, meine Lieben, von der Früh bis am Abend, ist ein Tagtraum. Nichts anderes als der Nachttraum. Genau dasselbe Prinzip. Genau dasselbe Prinzip. Im Nachtraum träumt Bewusstsein und hier träumt Bewusstsein. Und wenn wir uns einfach dafür öffnen, wenn wir uns einfach für diese Möglichkeit öffnen, dass das vielleicht die Wahrheit ist, dann kommen wir zurück zu uns und bleiben nicht in der Ignoranz stecken, dass wir eine Person sind. Denn es ist ignorant, über seine wahre Größe hinauszusehen, drüber zu gehen. Es ist ignorant zu glauben, man ist ein Ich.
Sabine schreibt, ich würde das gerne durchschauen, aber es geht nicht, noch nicht. Okay, Sabine, hör auf mit jeglicher Suche. Hör auf mit jeglicher Suche. Hör auf mit jeglicher Suche. Lass alles für einen kurzen Moment los. Auch die Suche in der Spiritualität, lass sie los. Sie bestätigt einfach nur, dass du ein suchendes Ich bist. Du fühlst dich ganz kurz besser, weil du irgendeine Botschaft hörst, weil dir irgendwer was sagt, aber du bleibst in einem Ich gefangen. Lass jegliche Suche los, versuch das Leben nicht mit dem Verstand zu verstehen und sei einfach in diesem Moment, so wie er ist. Genauso wie er ist. Geistig vollkommen ruhen. Und dann, Sabine, wirst du in die Wahrheit reingesogen. Du musst nicht mehr tun. Du musst nicht mehr tun, außer offen bleiben und ein wenig Geduld. Fiona fragt, kann ein unbewusster Mensch überhaupt lieben? Die Unbewusstheit bedeutet, wir als das Bewusstsein glauben, ein Ich zu sein. Und ein Ich kann nicht lieben. Sagen wir so, es kann schon lieben. Wenn wahre Liebe da ist, dann geht nämlich für einen kurzen Moment das Ich. Wenn eine bedingungslose Liebe zwischen zwei Objekten herrscht, obwohl sie sich vorher als ein Ich und ein Du erfahren haben, und ganz kurz bedingungslos lieben, das kann sehr wohl sein, dann geht nämlich die Trennung auf. Dann ist es nämlich das Ende von jeglicher Beziehung. Liebe, wahre Liebe, ist das Ende jeglicher Beziehung. Denn wenn ich sage, ich bin mit wem in einer Beziehung, bin ich in der Dualität. Versteht ihr das? Dass die Wahrheit immer 180 Grad anders ist, als wir glauben, als es uns gesagt wird, als der Mensch und die Gesellschaft es uns mitteilt. Es ist genau 180 Grad immer anders. Wenn jegliche Beziehung zu Ende ist und ich mich als Einheit erkannt habe, ja, mit wem soll ich denn dann in einer Beziehung sein, wenn ich alles bin? Wenn ich das Nichts und alles zugleich bin? Und genau da, wo bedingungslose Liebe ist, da geht ganz kurz das Gefühl der Trennung beiseite. Und dann, wenn mehr Zeit vergeht, kommen die Bedingungen zurück und dann heißt, ich liebe dich nur dann, wenn du mich liebst. Und dann geht der ganze Ballabatsch los zwischen den Menschen. Simon fragt, mein wahres Sein und Verbundenheit ist sehr oft gegeben. Doch manches Mal bin ich von anderen getriggert und komme aus diesem Bewusstseinszustand heraus. Was kann dagegen getan werden? Indem du es vollkommen akzeptierst, Simon, dass du rauskommst, dass du einmal da bist und dann dich wieder als Körper erfährst. Es ist vollkommen in Ordnung. Lege jetzt das Ja drüber. Lege jetzt das große Ja drüber, dass das auch in Ordnung ist. Denn es ist der Moment. Es ist die Realität. Es ist der Fakt. Und dann, durch diese Annahme, durch diese Akzeptanz, kommst du ganz automatisch wieder in das Wissen, wer du wirklich bist. Wilhelm fragt, warum sollte sich das Bewusstsein verlieren? Weil das Bewusstsein alles kann und nichts braucht. Das Bewusstsein hat diese Spielregeln sich selbst auferlegt. Wir sind der Schöpfer. Wir haben diese Spielregeln von ich spalte mich ab und glaube, ein Ego zu sein, ein Ich zu sein und komme wieder zu mir zurück. Das sind unsere Spielregeln. Warum? Darum. Weil wir es können. Maria schreibt, ich verstehe gar nichts, aber ich spüre, das ist die Wahrheit.
Ja, die spirituelle Suche aufgeben, auch den Kurs in Wundern. Danke. Alles aufgeben, Maria. Alles. Wenn du reif genug bist, gib alles auf. Gib auf, auch Andreas Nassing auf. Gib alles auf. Und schau, was überbleibt. Schau, was überbleibt, wenn du einfach nur im Moment bist, genauso wie er ist. Dort ist die Alchemie, dort ist die Magie, dort ist das Ende des Zaubertricks. Dort ist das Ende der Dualität. Okay, meine Lieben. Also, egal was wir wahrnehmen, egal was wir wahrnehmen, wie spektakulär es auch immer sein mag, wie göttlich es auch immer sein mag, wie religiös es auch immer sein mag, es ist etwas Wahrgenommenes. Und was wahrgenommen wird, ist ein Objekt, ist eine Erscheinung. Daher gibt es keinen Unterschied zwischen einer Erscheinung im Hier und Jetzt in der sogenannten Welt und einer Erscheinung, wenn wir uns für die geistige Welt interessieren, in der geistigen Welt. Es ist eine Erscheinung in unserem Erlebnisraum, in unserem Erfahrungsraum. Zwei Fragen sind zu klären. Worin erscheint all das und wer bezeugt es? Lassen wir uns nicht von den Objekten blenden. Lassen wir uns nicht von einem violetten gleißenden Licht blenden. Lassen wir uns nicht von einer Stimme von irgendwo blenden. Lassen wir uns nicht durch irgendeine Erscheinung blenden, sondern durchschauen wir das Spiel. Es ist eine Illusion für uns selbst, von uns selbst. Wir spielen mit uns selbst. Wir spielen mit uns selbst Verstecken. Wir verstecken uns vor uns selbst und finden uns hier im Satsang selbst wieder. Also, es gibt keine Trennung. Es gibt nicht ich und Gott. Es gibt nicht ich und du. Es gibt nicht ich und die Welt. Es gibt nicht ich und gestern, ich und morgen. Es gibt nur das, was jetzt ist. Als Einheit. Als non-duale Einheit. Und das ist das Leben, meine Lieben. Das ist das Leben. Es gibt kein Diesseits und Jenseits. Das sogenannte Jenseits, die Nahtoderfahrung, ist nicht das Jenseits. Das ist auch einfach nur eine Erfahrung im Hier und Jetzt. Könnt ihr das, ist das begreifbar, wie einfach dieses Spiel ist? Niemand kommt in den Himmel. Niemand kommt in die Hölle. Wir kommen nirgendwo hin. Wir werden niemals irgendwo hingehen, weil wir nicht der Körper sind. Also vergesst die ganze Kirche, vergesst einfach alles. Vergesst die ganze Wissenschaft. Es gibt keine Materie, vergesst all das. Sie können die Wahrheit nicht erkennen. Das Beobachtete gibt es nur, solange es beobachtet wird. Ihr sitzt jetzt im Wohnzimmer, es gibt jetzt eure Küche nicht. Es gibt nichts außerhalb eures Zimmers, wo ihr jetzt seid. Es wird einfach im Moment neu aufgebaut als Erscheinung. Alles kommt und geht als Erscheinung im unendlichen Moment. Und dann sagt man mir, aber Andreas, ich verlasse mein Haus und komme morgen wieder zurück und es ist genau so, finde ich das vor wie gestern. Ja, natürlich, das Bewusstsein ist ja nicht dumm. Das Bewusstsein ist Gott.
Das Bewusstsein macht keinen Fehler. Das Bewusstsein kreiert immer wieder den Moment genauso, dass wir darauf reinfallen, dass das gestern und morgen genauso ist wie heute. Also, meine Lieben, was macht das für einen Sinn, wenn dieses Glas Wasser hier steht? Ich lege es hier auf den Tisch und gehe raus aus dem Raum. Was macht es für einen Sinn, dass dieses Glas Wasser noch existent ist? Wir glauben, wenn wir rausgehen, dass dieses Glas Wasser weiterhin hier drinnen steht. Es gibt nicht einmal den Raum hier. In Wirklichkeit gehe ich auch nicht aus dem Raum raus, sondern in meinem Erfahrungsraum wechselt einfach die Sequenz. Und dann komme ich sozusagen in den Raum zurück und sage, ah, natürlich steht ja das Glas Wasser hier. Es ist neu zusammengesetzt worden, meine Lieben. Und genauso ist es mit allem anderen, mit allem anderen. Es gibt nur das, was wir beobachten. Alles zieht sich wieder in das göttliche Nichts zurück und kommt aus dem göttlichen Nichts wieder heraus, wenn es gebraucht wird. Und all das, meine Lieben, all das ist zu erkennen und zu erfahren, wenn wir bereit sind, ohne Gedanken den Moment zu erleben. Und jetzt sagt wer, okay, das ist auch nur eine andere Meinung von dir, Andreas, wie 100 Millionen andere Meinungen. Dann halte ich aber dagegen, dass hier die einzige Sicht ist, die nicht auf ein Konzept, nicht auf eine Idee, nicht auf eine Vorstellung und nicht auf einen Gedanken aufgebaut ist. Und dass es keine persönliche Meinung ist, sondern dass es das Ende von jeglicher persönlichen Meinung ist. Andreas schreibt, was du sagst, entspricht meinem Zustand oder meiner Erfahrung. Ja, Andrea, dann hast du hinter die Illusion geblickt. Willem, das ist gerade richtig spannend, fühle mich wie ein Kind, das ein Spiel mit dem Leben spielt. Ja, werdet wieder mit den Kindern. Schaut mit den Augen eines Kindes. Na, was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass wir unseren Körper verjüngern sollen, sondern es bedeutet einfach, dass wir so sein sollen, im Moment sein sollen, wie ein Kind, ohne großartig über das Leben nachzudenken. Das ist damit gemeint. Denn nur dann erfahren wir das vibrierende Leben, das Unsterbliche. Eva Stern schreibt, aber die Kamera zeigt das Glas Wasser, wenn du draußen bist. Die Kamera zeigt das Glas Wasser, aber nur in deinem Erfahrungsraum, im Hier und Jetzt, aber nicht in meinem. Wie gesagt, es ist alles eine gewaltige Illusion. Eugen schreibt, dann kann auch der Tod nicht real sein, nur eine Erscheinung von irgendetwas. Das habe ich versucht am Anfang zu sagen, Eugen. Tod ist ein Konzept. Tod ist eine Idee. Tod ist eine Illusion. Der Körper geht, aber der Körper ist eine Erscheinung, ein geträumtes Kostüm. Und in dem Körper, wie ich gesagt habe, ist nichts drinnen, außer Gott. Das hier, was wir sind, Bewusstsein. Und das stirbt nicht. Wir können genau dazu sagen, Seele, das ist die Seele. Unsterblich. Unsterblich. Und das ist aber nicht etwas, was wir lesen oder weitergeben. Das ist für uns alle erfahrbar. Das ist für uns alle erfahrbar, meine Lieben. Wenn wir uns öffnen
für den Moment. Wenn wir diesem Moment vollkommenen Raum schenken, wie er ist, ohne ihn beeinflussen zu wollen. Ganz genau. In dem Punkt gibt es auch keine Ursache und keine Wirkung. Wirkung. Absolut richtig, Fiona. Ja, genau. Anne Werndorf, wunderschön. Genauso ist es. Genauso ist es. Ja, Rainer Maria Rilke war ein Erwachter. Rainer Maria Rilke war ein Erwachter. Er hat seine wahre Natur erkannt. Genau. Überall sehen wir, wer erwacht ist. Johann Wolfgang von Goethe war ein Erwachter. Wenn man seine Texte liest, sieht man, dass er die Illusion durchschaut hat. Über alle Zeiten waren immer wieder Hinweise, worum es wirklich geht. Nur die Person aus dem Verstand heraus interpretiert es falsch. Wenn wir die Bibel lesen aus einem erwachten Zustand heraus, ist das der Hinweis. Aber das Ich, die Person, interpretiert es vollkommen falsch. Und so wie Sonja schreibt, natürlich, die Kirche hat uns vieles verheimlicht und vieles falsch weitergegeben. Ja, sie wissen es aber auch nicht anders. Die Priester da vorne, die Pfarrer da vorne, sie wissen es nicht. Sie erfahren sich als Person. Und deswegen sind sie Prediger. Aber das, was wir hier machen, ist keine Predigt. Es ist ein Erkennen, wer wir wirklich sind. Also, meine Lieben, viele Worte. Raus aus den Gedanken. Punkt aus. Raus aus den Gedanken. Öffnen für das, was ist. Und wir kommen von der Illusion, eine getrennte Person zu sein, rein in die Erkenntnis, dass wir das unendliche, ewige Leben selbst sind. Wer sich dafür öffnet, wird die Lösung finden. Wer sich dafür nicht öffnet, ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann ist das Bewusstsein eben noch weiter als Person unterwegs und irgendwann einmal, spätestens wenn der Körper beiseite gelegt wird, zieht das Bewusstsein den zu engen Schuh namens Körper aus. Mein Lieben, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend.